V-Medic, technologies for mental health. Hallo zusammen. Heute werde ich euch zeigen, wie man Cygnet aktualisiert. Zunächst einmal starten wir Cygnet. Sobald Cygnet gestartet hat, klicken wir auf den Hilfe-Button, dann klicken wir einmal auf Über. Da sehen wir die aktuelle Version, die aktuelle installierte Version. Die neue Version ist die 2.0.6.39. Die 2.0.6.10 ist die Version von Februar 2019. Nun klicken wir hier auf Check for Updates. Nun öffnet sich das folgende Fenster. Dort sieht man seine aktuelle Version und die letzte verfügbare Version. Hier können wir auswählen, ob wir von dem europäischen oder von dem amerikanischen Server herunterladen wollen. Um die Distanz zu verringern und die Qualität des Downloads zu verbessern, wählen wir in dem Fall den europäischen Server. Sobald wir hier draufgeklickt haben, wird gefragt, ob die Datei, die den Cygnet Downloader startet, abgespeichert werden soll. Die Datei heißt cygnet-web-2.0.6.exe, in dem Fall hier mit Klammer auf und zu 1 eine Exe, weil ich bereits schon eine solche habe. So, dann sagen wir einfach, diese soll er abspeichern. Er möchte sie auch hier unter dieser PC Downloads abspeichern. Klicken wir einmal auf Abspeichern. Der Download dieser Datei geht recht schnell. Und schon ist es fertig. Dann gehen wir auf den Pfad, wo die Datei ist, führen diese ganz normal aus mit einem Doppelklick, bestätigen es und schon startet der Installationsmanager für den Download Manager. Dort klicken wir einmal auf OK, wenn wir die gewünschte Sprache ausgewählt haben. Klicken einmal auf Weiter und schon startet der Download Manager. Dieses Ganze kann es jetzt je nach Verbindung, je nach Internetverbindung zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden gehen. In meinem Fall ist es dauert eine Stunde und in einer Stunde werden die Dateien dann völlig heruntergeladen sein. Bis gleich! So, willkommen zurück. Wie Sie sehen, haben wir noch wenige Sekunden, bis der Download zu Ende ist. So, nun werden wir gefragt, ob wir die Launch-Exe öffnen können. Natürlich können wir hier auf Ja klicken, dann startet die Installation. Allerdings ist zu beachten, dass Cygnet möglichst immer im Administrator-Modus gestartet werden soll. Das wird hier nicht immer gegeben, wenn man nicht mit dem Administrator-Konto angemeldet ist. Somit klicken wir in dem Fall hier erstmal auf Nein. So, nun gehen wir auf dieser PC. Das ist unser Arbeitsplatz. Dann gehen wir auf die Festplatte C. So, hier befindet sich der Ordner Orgfiles. In diesem Ordner hier können wir die Dateien sehen, die wir gerade runtergeladen haben. 6.11.16.50 gestartet. So. Dann sehen wir hier 2.0.6. Das werdet ihr dann auch hier sehen. Und dann haben wir hier die BIN-Dateien. Das ist das Cygnet verpackt. Und hier die Exe-Datei, mit der wir die Installation dann starten. Natürlich ist zu beachten, dass wir Cygnet natürlich vorher schließen, bevor wir die Installation starten. Sonst geht es natürlich nicht. Machen wir das hier und schließen Cygnet. So, nun klicken wir auf die Exe-Datei mit der rechten Maustaste
sehen hier als Administrator ausführen. Klicken einmal da drauf. Klicken einmal auf Ja. Und wir haben hier das Fenster, wo wir wieder die Sprache auswählen können, welcher Sprache dann das Subnet installiert werden soll. In dem Fall hier nehmen wir die Sprache Deutsch. Klicken auf OK. Jetzt hat sich auch der Installationsmanager geschlossen, weil er gemerkt hat, dass wir die Installation hier starten. Dann klicken wir hier beim Installationsassistent auf Weiter. Dort akzeptieren wir die Lizenzvereinbarung. Können wir uns das Kanal mal durchlesen. Klicken wir nochmal auf Weiter. Bestätigen wir, dass unser PC die Mindestvoraussetzungen erfüllt, um das Signet laufen zu lassen. Dann klicken wir einmal auf Weiter. Dann sehen wir das Feld, wo Signet gespeichert werden soll. Vorgeschlagen wird C Program Files x86 Signet. Wird auch von mir vorgeschlagen, es lieber dort zu installieren. Es sei denn, Sie haben zu wenig Speicherplatz auf der C-Festplatte. Dann natürlich empfehlen Sie eine Alternative, eine andere. Beim Normalfall sollten wir die C nehmen. Gehen wir einmal auf Weiter. Natürlich beachten Sie auch, dass mindestens 30 GB, 30,19 GB freier Festplattenspeicher zur Verfügung steht, der auch erforderlich ist. So, nun gehen wir auf Weiter. Dort haben wir einmal ein Desktop-Symbol und ein Symbol für die Schnellstartleiste, was schon automatisch ausgewählt ist. Das ist für uns okay, dann können wir das vom Desktop aus starten. Gehen wir auch einmal auf Weiter und sagen jetzt Installieren. So, dieser Vorgang dauert jetzt je nachdem, ob Sie jetzt einen etwas älteren Computer haben mit einer HDD-Festplatte oder einen etwas neueren Computer mit einer SSD-Festplatte, zwischen 20 Minuten und einer Stunde. In meinem Fall hier werden es ca. 20 Minuten dauern, weil ich eine SSD-Festplatte habe. Deswegen werden wir uns in ca. 20 Minuten wiedersehen. So, jetzt kommen wir langsam zum Endspurt von Signet. Eine Installation. So, nun ist die Installation beendet. Wir bestätigen das und weiter. Fortfahren und fertigstellen. Stellen. So, nun haben wir die neueste Version von Signet installiert. Wir können das jetzt aus Sicherheitshalber mal starten, um zu schauen, ob alles okay ist. So, die neue Version ist installiert. Wir prüfen das nochmal nach. Wir klicken einmal auf Hilfe, einmal auf Über und sehen, dass wir die neueste Version hier installiert haben. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cyrus.
eMedic, technologies for mental health.